Ja, ich finde es einfach immer wieder spannend, wenn sich junge Menschen, aber auch ältere Menschen auf eine neue Ausbildung einlassen und vor allem auf eine Ausbildung einlassen, die Verantwortung für ihre Mitmenschen in den Mittelpunkt stellt. Und da erleben wir einfach an der Schule sehr spannende Momente, wo eben Menschen sich darauf einlassen. Ja, also die Ausbildung zum Fachsozialbetreuer Altenarbeit, die Ausbildung zum Fachsozialbetreuer Behindertenarbeit, dann bieten wir ab Herbst auch das Zusatzmodul im Bereich der Behindertenarbeit an, also haben wir schon eine andere Ausbildung im Sozialbetreuungsbereich abgeschlossen hat, wie Familienarbeit oder Altenarbeit, kann man Behindertenarbeit machen. Es geht aber auch der umgekehrte Fall, wenn man zum Beispiel schon die Behindertenarbeit abgeschlossen hat, kann man auch dieses Aufbau- also Zusatzmodul in der Altenarbeit machen. Das sind so unsere Schwerpunkte. Ja, ich bin einmal arbeitslos geworden und dann beim AMS gefragt worden wegen dem weiteren Weg, den ich einschlagen will. Und die Mitarbeiterin dort hat mich dann in die Schule geschickt. Dort die Aufnahmeprüfung gemacht und jetzt schon da in der Ausbildung dabei. Ja, mein Leben ist viel ruhiger geworden, trotz Schule, weil, wie man weiß, im Gastgewerbe ist einfach viel stressig. Und die Gemütlichkeit, was ich jetzt mit den Leuten habe, die Freude, was ich jeden Tag zurückkriege von den Leuten und die Dankbarkeit, das hast du im Gastgewerbe nicht. Ja, für die Leute da zu sein. Unterstützung bieten, Hilfe bieten, einfach und mit einem sehr guten Gefühl dann nach Hause zu gehen, wenn man fertig ist mit der Arbeit. Das gibt einfach einem Halt und Sicherheit auch und wenn man die Sicherheit auch zurückgeben kann. Wichtig ist, wenn Sie die Schulter rausziehen, genau, wichtig am Schulterblatt greifen, vorne guten Gegenhalt und sacht genau rausziehen. Ja, sehr gut. Die Besonderheiten an der Schule für Sozialbetreuungsberufe in Steyr sehe ich als in einem sehr positiv gestimmten und engagierten Lehrerteam, das gut zusammenarbeitet. Die Schule für Sozialbetreuungsberufe ist eine sehr kleine Schule, die aber die großen Strukturen einer großen Schule der HLW Steyr nutzen kann, dabei aber ihre Eigenständigkeit nicht verliert. Ja, im Rahmen des Unterrichts und in den Begegnungen mit den einzelnen Studierenden, aber auch in der Begleitung dieser Fachprojekte habe ich schon sehr, sehr viele schöne Stunden erleben dürfen. Das Schönste für mich ist eigentlich immer, Studierende zu begleiten, die genauso wie ich die Freude an diesem Beruf und an der Arbeit mit Menschen haben.